Anita Liebmann hat den Preis des Autorenforums im vergangenen Jahr gewonnen, und zwar zu Recht. Sie hat wunderschön formulierte Texte geschrieben, die trotzdem inhaltlich durchaus ansprechend waren. Nun ist sie bei uns, Anita Liebmann. Mitmensch, so dünn wie Garn, links außen im Blick eine Naht, biegsam wie Gras steht sie da, dazwischen ein Faden Geduld. Hanna läuft, wo immer es geht, auf Gras, nirgendwo sonst ein Stoff, der weich genug wäre. Kleine runde Kreise aus Glück in den Füßen, die getanzt haben, genug Versprechungen auf dem Kopf, die runterfallen. Noch ein Tag, noch ein Kreis, noch eine Umdrehung, aufgespult auf Freude. Für länger kein Kreis, verdichtete Stille, vorausatmend, für nichts vielleicht. Sie findet heim, mit Ohnmacht vielleicht, aber sie findet heim. Auf der Treppe ein Blatt, so groß wie das Loch in der Geduld. Sie hebt es auf, denn sie ist jemand, der Geduld wieder zusammennähen kann. Hanna läuft, wo immer es geht, auf Gras. Zu der Stelle, an der ihr Gedächtnis keine blauen Flecken hat. Dort wartet ein Boot. Sie legt sich hinein. Das Gras ist das Wasser. Ein blauer Fleck. Hanna erwacht und ihr Traumfleck verwandelt sich in ein Geröll aus Schmerz und den Druck des Chaos. Auf den Fensterscheiben ihrer Wohnung Eisblumengemälde, in die sie Löcher haucht. Falls jemand ein Mensch zu ihr wäre, ein Herzverwandter, könnte sie am Leben sein. Wenn sie an manchen Tagen den Kühlschrank öffnet, ist nur noch Tageslicht darin. Dann muss sie aufs Dach, die Fluchttreppe hinauf. Ihre Muskeln schaffen das, die Zeit als Tänzerin steckt noch darin. Das Dach ist nicht ihr Dach, es ist eines in sicherer Entfernung, fern genug, um nah zu sein. Wenn Hanna auf dem Dach steht, fehlt sie sich. Aber sobald sie von ganz weit oben einer Distanz vertraut, ist sie frei. Hanna tat ihr Leben lang nur die Dinge, von denen ihr Herz überzeugt war. Als Dreijährige hatte sie Schnecken in Seifenlauge gebadet, nachdem die Bauchfüßer auf dem Gartensteig von ihrem durch Pfützen hüpfenden Bruder mit Matsch bespritzt wurden. Den Kindergarten hatte Hanna geschwänzt, weil sie viel lieber allein im Gras lag, um den Wolken beim Wandern zuzuschauen. Als Schulkind wollte sie immer Gedankenmalerin werden, weil sie die Atmosphäre von Menschen um sie herum in ihrem Kopf sehen und fühlen konnte. Als 15-Jährige dachte sie lieber nach, anstelle bei jedem Fest dabei zu sein. Als ihr Mann und ihre Tochter fest in Hannas Leben waren, sann sie zum ersten Mal darüber nach, ob sie